Willkommen zurück, Freunde, bei Risen 3 Titan Lords. Ja, wir sind auf Kalador angekommen. Genau, ich wollte gerade Kaldor sagen. Wie komme ich denn dann auf den Namen wieder? Ich weiß nicht, aber wir wollen doch mal den guten Nate, weil Messerwerfen geht, glaube ich, gerade nicht, oder? Wollen wir mal gucken? Steht jemand da am Messerpult? Nee, ne? Nee, okay. Wir nehmen den Nate mit, oder nee, er nimmt uns mit zu der Feste. Nate, lass uns gehen. Lass uns zur Zitadelle gehen. Du hast nicht zufällig etwas Fisch dabei? 10 Stück würden schon reichen. Ja, haben wir doch fleißig gesammelt. Hier, ich habe etwas rohen Fisch. Wunderbar. Wo hast du den denn jetzt aufgetrieben? Gefunden. Na, ist doch egal. Lass uns zur Zitadelle gehen. Folge mir. Ja, sehr gerne. Wir haben einen ganz schönen Weg vor uns. Ich hoffe, du kannst gut mit deiner Waffe umgehen. Ja, auf jeden Fall. Weiter! Ne? Ja, Mensch, hier, wenn wir schon wieder gedrängt. Warte, der war hier. Boah, den Pilz nehme ich mit. Weiter geht's. Na, guck mal, da steht da auch einer. Was? Oh, es geht los. Scavenger, kommt er. Ja, meine Güte, wenn ich das Spiel schon anfange, Freunde, habe ich immer so ein schönes Lächeln schon auf den Lippen, weil ich da so viel Spaß daran habe. Ja, jawohl, haben wir doch noch getroffen. Ja. Ja, natürlich geht das. Scavenger, jawohl. Du machst doch nicht etwas schlapp? Was? Ich komm schon klar. Dann ist ja gut. Wenn du noch Fragen hast, frag einfach. Fragen? Ja, klar. Was macht ihr, wenn ihr gar keinen Fisch mehr bekommt? Wir haben den Kontakt zu 2 Bauernhöfen verloren. Oh, oh. Noch gibt es genug, aber wenn noch mehr Leute auf die Insel kommen, kriegen wir ein Problem. Noch ist keine Panik ausgebrochen. Aber bald, fürchte ich. Lass uns weitergehen. Alles klar. Bleib dicht hinter mir. Hier ist es nicht ganz ungefährlich. Ach komm, ich weiß auch nicht, was mit den Höfen passiert ist. Ich weiß nur, dass keiner mehr beliefert wird. Vielleicht wissen die Leute bei der Taverne mehr. Da kannst du ja mal nachfragen, wenn du möchtest. Ja, sehr gerne. Oh, ja. Vermissten Bauern, ich sehe schon. Dürfen wir natürlich mal dann ein Auge offen halten dann oder komm die schon. Bauernhöfe suchen. Ah, was eine coole Gegend, Freunde. Ich muss ehrlich zugeben, das hat einen Touch von Gothic 2, ne? Wie bei den Söldnern oder so. So ein raues Gebiet. Weiter. Und in dem, ja, kein Blatt vorm Mund. So, und wieder ein paar Scavenger. Genau, fall doch runter. Nee, egal. So, ab mit euch. Proviant haben wir eigentlich genug. Na nun, das ging aber fix. Meine Güte, der Nate hat's echt auf dem Kasten. Er bleibt wieder stehen. Da geht's hoch? Wenn du hier in Richtung Nordwesten den Berg hinauf gehst, kommst du zur Taverne. Du solltest dir bei Gelegenheit mal einen Besuch abstatten. Okay. Seit die grünen Feuer angezündet wurden, brauchen viele von uns mal ein Schlückchen mehr. Aber lass uns erstmal weiter zur Zitadelle gehen. Alles klar, okay. Was weißt du über die grünen Feuer? Die grünen Feuer sind ein Ruf. Ein Ruf, der alle Dämonenjäger der Welt hier versammeln soll. Um sich gegenseitig auszubilden und sich gegen die Schatten zu stellen. Wer hat sie errichtet? Das weiß ich nicht. Aber wenn du mehr über sie wissen willst, solltest du mit Eldrick reden. Oh ja, sehr gerne. Eldrick, der Druide, der hat uns ja im ersten Teil die gute Titanrüstung wieder zusammengebastelt. Erzähl mir mehr über diesen Eldrick. Eldrick ist unser Druide. Er wohnt in der Zitadelle. Er ist dein Mann, wenn du mehr über solche Dinge wissen möchtest. Lass uns weitergehen. Alles klar. Folge mir. Die Taverne ist ein guter Ort, um Gerüchte mitzubekommen. Seit die Feuer brennen, gibt es hier nicht mehr viel, um sich abzulenken. Außer, man beschäftigt sich gerne mit Leichen. Oh, und da oben ist auch schon direkt einer. Das ist also die Taverne. Meine Güte. Die Dämonenjäger. Eine coole Sache. Ja, nee, mit Leichen beschäftige ich mich ehrlich gesagt nicht unbedingt so super gerne, ne? Aber, naja. Komm schon! Hier ist so ein Bauernhof, ne? Guck mal, schon wieder so eine schöne rote Flagge. Aber ich glaube, die hat nichts zu bedeuten. Die ist nur als Zierde da. Und natürlich ein Haufen Scavenger. Das finde ich eigentlich richtig nett, ne? So anfängerliche Monster. Ich glaube, wir sind hier richtig gut aufgehoben. Geisterblume, alles eingepackt. So, wir sind fast da. Gleich sind wir an der Zitadelle. Die letzte Bastion gegen die Schatten. Okay, coole Sache. Was kannst du mir über die Schatten erzählen? So viel weiß ich auch nicht über sie. Ich weiß nur, dass sie für eine Menge Chaos sorgen. Vielleicht sind es die Vorboten darauf, dass hier bald alles zu Scheiße wird. Ich weiß nur, dass ich sie töten kann. Mehr muss ich nicht wissen. Okay, lass uns weitergehen. Alles klar. Wir haben es gleich geschafft. Gleich kannst du die Zitadelle in voller Pracht sehen. Wenn es einen Ort gibt, an dem du sein willst, wenn alles den Bach runtergeht, dann ist es unsere Zitadelle.
Das freut mich doch sehr. Und das ist die Zitadelle. Oh, aus Gold? So, wir sind da. Beeindruckend, nicht wahr? Jo, auf jeden Fall. Wer hat das alles gebaut? Das waren unsere Vorfahren. Die Dämonenjäger von damals. Dunkle Krieger der alten Zeit. Doch das ist lange her. Zwischenzeitlich war hier keine Sau. Die Bauten verkamen und wurden zu Ruinen. Erst jetzt, da die Dunkelheit wieder über das Land kommt, werden wir wieder gebraucht. Also sind wir da und bauen alles wieder auf. Hast du sonst noch Fragen? Ich habe keine Fragen mehr. Alles klar. Dann werde ich mal zur Zitadelle gehen und Ihnen von den Fischen berichten. Ja, dann mach das doch. Dankeschön, Nate, fürs Herbringen. So, und ich habe schon direkt gesehen, dass wir hier einen Teleporterstein haben. Den werden wir auf jeden Fall aktivieren. Geht doch. Jawohl, komm, epische Musik. Yeah! Aber ich frage mich, wie das Ende ist, ob es da auch wieder so eine wunderschöne Musik gibt. Und wieder so ein kleines, so ein kleiner Abspann, ne? Wie wir es eigentlich in jedem Teil hatten. So, was haben wir hier Schönes? Das ist also die dicke Zitadelle der Dämonenjäger. Tja. Ich bin ja immer noch ein bisschen skeptisch darüber, ob wir uns den Dämonenjägern anschließen sollen. Ich meine, ich finde es ja schon cool, ne? Das sind so raue Gestalten, die wohl richtig was auf dem Kasten haben. Achso, die Zitadelle der Dämonenjäger. Ja, ich wollte mich nur ein bisschen umgucken. Also immer wenn die Schatten aufkreuzen, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, tauchen dann die Dämonenjäger auf, um gegen diesen Schatten zu kämpfen. Das finde ich cool. Schöne Geschichte, haben sie schön mit reingebracht, aber gehen wir auch mal rein. Achso, apropos, mal speichern, ne? Drake. Familie. Was? Familie. Deine Abstammung. Nix. Damit ich weiß, zu welchem Dämonenjägergeschlecht du gehörst und ich dich in die Liste eintragen kann. Oder bist du nicht dem Ruf der grünen Feuer gefolgt? Nee, eigentlich nicht. Doch, mein Großvater war Dämonenjäger. Lügen. Ja, woher soll ich das denn wissen? Ich meine, nee, wir lügen ihn nicht an. Ich bin kein Dämonenjäger. Ein Führungsloser also, hä? Du könntest dich uns anschließen. In diesen dunklen Zeiten brauchen wir jede Hilfe, die wir kriegen können. Aber wenn du vorhast, hier nur zu schnorren, kannst du dich direkt wieder verpissen. Okay. Für diesen Krieg brauchen wir echte Kämpfer. Ja. Ich würde ja gerne selber losziehen, um den Schatten eins auf die Fresse zu geben, aber... Naja. Irgendwer muss sich ja um den Laden hier kümmern. Er hat ja schon eine verdammt starke Rüstung an, ne, wenn ich das sehe. Wenn das die Pracht der Dämonenjäger ist, dann, das gefällt mir. So richtig mittelalterlich. Ihr führt also Krieg gegen die Schatten hier in Kalador. Das ist unsere Bestimmung. Was meinst du, warum wir diese ganzen grünen Feuer entzündet haben? Als Ruf. Ein Ruf für die alten Geschlechter der Dämonenjäger. Wir Dämonenjäger haben uns seit jeher um das Gleichgewicht dieser Welt gekümmert. Lange waren wir im Hintergrund, doch nun ist es an der Zeit für uns, wieder in Erscheinung zu treten. Da bin ich ja mal gespannt, wer alles diesem Ruf der Dämonenjäger gefolgt ist, ne? Ob da der ein oder andere schon dabei ist. Wofür bist du hier zuständig? Ich kümmere mich um die Neuankömmlinge. Ich war der Erste hier und werde auch der Letzte sein, der noch steht. Sofern dieser Tag kommt. Hast du schon mit unserem Druiden Eldrick gesprochen? Nö. Nein. Dann tu das. Er wird sich freuen, ein neues Gesicht in unserer Zitadelle begrüßen zu dürfen. Du findest ihn im hinteren Bereich. Ja, dann... Oh, kannst du uns was beibringen? Was kannst du mir beibringen? Was möchtest du wissen? Das kommt ganz drauf an. Armbrüste lernen, 500 Gold, Fernkampf und List. Oh, Fernkampf und List. Verdammt, Fernkampf. Warum immer Fernkampf? Oh, Mann, ich dachte, wir probieren mal die Armbrust aus, aber ich weiß noch gar nicht, ist sie... Ist die Armbrust eine Main-Waffe? Ich meine, eigentlich schon, ne? So ein dickes Gerät, was man nachspannen muss. Naja, müssen wir mal gucken, ob wir da mal eine finden oder so. Sprüche herstellen, Medikus steigern. Ja, das hatten wir schon, ne? Dass wir den Blutwert steigern können. Finde ich extrem wichtig, aber wir warten erstmal. Ne? Wer weiß, was uns hier nur alles beigebracht werden kann. Nette Hütte. Dieser Bau ist ein bisschen mehr als das. Stimmt. Eine große, nette Hütte. Ah, Bones, du bist der Hammer. Nanu? Wer bist denn du? Bist du Nate? Ist er draußen gelaufen? Hallo? Nö, da ist sogar jemand Neues. Boah, was hat der denn in der Hand? Oh, der hat eine dicke Axt in der Hand. Oh, ist das cool, Freund, ist das cool. Speichern. Hallo, Henrik. Aufrechter Gang, beide Arme dran. Ist ein Anfang. Und dein Schwertarm scheint auch brauchbar zu sein. Ja, wir haben schon ein paar Schlachten geschlagen. Was brauchbar? Ich erwürge eine Seeschlange mit bloßen Händen. Nee. Ich habe schon ein paar Kämpfe bestritten. Das sieht man dir auch an.
In der Zitadelle ist für jemanden wie dich sicher noch ein Platz frei. Solange die Matratzen nicht voller Flöhe sind. Ich hab da so einige schlechte Erfahrungen gesammelt. Willst du sie hören? Nö. Nein, ich denke nicht. Nee, möchten wir auch ehrlich gesagt gar nicht, ne? Ich erinnere nur gerne am Turm von Jack mit den Ratten, die Augen auskratzen und so ein Kram. Eieiei, der Bronze, der ist richtig gut. Kann ich mich irgendwo nützlich machen? Da fragst du am besten die anderen. Für gewöhnlich findest du sie über die ganze Eisenbucht verstreut. Na toll. Jetzt zieh mal nicht so ein Gesicht. Du kannst ja mal versuchen, mich im Arm drücken zu schlagen. Oh, gerne. Für gewöhnlich stehe ich jeden Abend am Tisch und trainiere. Sprich mich dann einfach an, vorausgesetzt, du hast die nötigen Eier in der Hose. Ja, mach dir mal keine Sorgen, die haben wir auf jeden Fall in der Hose. Denkst du, die Zitadelle bietet ausreichend Schutz? Sicherer als die Bauernhöfe ist sie auf jeden Fall. Aber wahren Schutz bekommst du nur, wenn du bereit bist, für das zu sterben, was du liebst. Kämpfe rücksichtslos und der Sieg gehört dir. Netter Spruch. Ja, klingt nach einer Bauernweisheit, so ungefähr, ne? Den Spruch merke ich mir. Tu das. Ich hab ihn von meinem alten Herrn. Ich höre ihn noch heute. Junge, nicht der Stahl macht dich zum Mann, sondern dein Herz. Okay. Aber genug davon. Du hast sicher noch was vor. Oh ja, das haben wir. Und schaut mal, der trägt eine Handarmbrust am Gürtel, ne? Ach, wie cool. Dann ist sie doch einhändig wie die Pistole. Das wäre extrem cool. Freunde, dann werden wir auf jeden Fall doch ein bisschen Fernkampf gehen, so wie das aussieht. Aber wir müssen erstmal eine bekommen. Ich weiß gar nicht, wie stark die ist und wie schnell die eigentlich dann noch im Schießen ist. Aber nun gut, ein bisschen Geschichte? Gerne. Was ist deine Geschichte? Wo ich herkomme, wer ich war, das ist vergangen. Was zählt, ist das Hier und Jetzt. Und wie jeder meiner Brüder bin ich dem Ruf gefolgt. Das ist doch noch nicht alles, ne? Ja, der redet wahrscheinlich nicht gerne von seiner Vergangenheit, ja. Komm schon, das kann doch nicht alles gewesen sein. Ist es auch nicht. Aber jeder von uns hat seine Leichen im Keller und ich will, dass sie da bleiben. Statt zu reden, hätte ich allerdings einen Vorschlag. Wir hauen uns ein bisschen aufs Maul und schauen mal, wer gewinnt. Ja. Denn darum sind Kerle wie du doch hier. Vielleicht kenne ich sogar noch den ein oder anderen Kniff, der dich besser macht. Hey, das finde ich cool. Der kann uns auch was beibringen und er kann uns was verkaufen. Okay, dann wollen wir mal eben speichern. Dann wollen wir nochmal gucken, was er so drauf hat und ob wir ihn auch umhauen können. Bereit für einen Schlagabtausch? Gestern schon. No. Also zieh deine Waffe und zeig, was du drauf hast. Ja, dicke Sprüche hat er auf jeden Fall schon drauf. So. Oh, da müssen wir... Na, verdammt. Da wollte ich eigentlich mal schneller sein. Ich sehe nicht. Oh, verdammt. Oh mein Gott, lass mich hier weg. Ich sehe nichts. Wenn ich nichts sehe, komm hier. Ein bisschen Proviant. So, auf geht's. Nee. Oh, der war schon wieder schneller als wir. Das sieht nicht gut aus. So, jetzt sind aber wir mal dran hier. Da müssen wir halt noch ein bisschen... Was? Was war das denn? Nee, das lässt du schön bleiben. Oh. Ach du Schande. Also der haut auf jeden Fall gut drauf, ne? Na, jetzt war er schon wieder schneller als wir. So, jetzt kommt's drauf an. Komm, mach was. Ja, da müssen wir schneller sein. Jetzt gibt's aber mal richtig kräftig... Oh, na, schon wieder nicht aufgepasst. Hammer. Verdammt nochmal. Ach, der Bones heilt uns ja. Genau, einmal, zweimal. Wir müssen unsere Gegner nur studieren. Die Weisheit habe ich von Dark Souls 2. Jetzt haben wir dich. Du kriegst direkt nur einen dicken hinterher. Ah, da hat er geblockt. Schade. Und weiter drauf. Okay, aber bitte nicht im Busch. Komm rüber. Komm her. Noch ein Proviant. Komm, was hast du denn drauf? Sehr schön. Ja. So, und wir sind dran. Na komm, hör auf zu blocken. Haha, der hat gesessen. Komm, schießen wir doch mal. Genau oh, so! Nee, nein, da müssen wir ausweichen. Nee, da erreichst du uns nicht. Aber da. Uhaha, jawohl. Boah, ey, der kann sich teleportieren. Das ist sowas von feige. Heul auf die Fresse! Ja, tun wir auch. Siehst du das nicht? Komm schon, drauf da. Oh, schon wieder. Fieses Etwas. Hör auf dich zu teleportieren. Freunde schlagen einander. Coole Sache. So, Waffe wegstecken, weil umbringen will ich nicht. Yeah, coole Sache. Meine Güte, ey, Teleportation finde ich uncool. Warum können die ihn zaubern? Ich dachte, das wären ein einfacher Haut-drauf-Typen. Das war ein guter Kampf. Respekt. Dankeschön. Aber wenn ich mir was gebrochen habe, geht das Bier auf dich. Gerne, gerne. So, und jetzt? Und? Bringst du mir nun was bei? Mit einem Kämpfer, wie du es bist, teile ich gern mein Wissen. Ja, dann? Ich will etwas lernen. Was willst du wissen?
Was hast denn alles drauf? Ach du meine Güte, Gegenangriff lernen. Der Gegenangriff klingt interessant. Ich weiß aber nicht, ob ich den hinkriegen werde. Da muss man bestimmt wieder irgendeine komplizierte Steuerung bedienen. Ja, Klingentänzer, sowas hatten wir, glaube ich, schon mal gesehen. Ne? Angriffsgeschwindigkeit wird verbessert. Das ist aber, glaube ich, etwas echt für High-End. Ne? 50 Nahkampf, 50 Fingerfertigkeit. Boah. Ja, Stichwaffen, Schwerter, Hiebwaffen und Kugelsicher. Steigert Klingensicherung um 10 Punkte pro Stufe. Nicht schlecht, aber so viel Gold. Wo soll man das ganze Gold hernehmen? Eieieiei. Was kannst du verkaufen? So, gucken wir mal. Was hat der gute Junge denn dabei? Golemherz, okay. Ein Horn. Für wichtige Zutat für Tränke. Nebelstein mit Taschendiebstahl plus 10, okay. Diebstahl, was sag ich denn? Ja, Taschendiebstahl, Alchemie und Astralsicht. Und natürlich wahnsinnig viele Runen, ne? Aber die sind alle nur einmalig, ne? Ja, ich sehe schon. Hier, diese schöne Schockwelle hatten wir schon mal. Die fand ich eigentlich ganz cool, aber 250 Gold. Guck mal, wie wenig Gold wir haben. Höllenhund beschwören. Ja, dieser Runenstein ruft einen Höllenhund als Kampfgefährten herbei. Finde ich cool. Beeinflusst Lebensdauer, okay. Das heißt, sie verschwinden irgendwann. Schattenkrieger. Ja, wir dürfen uns einen Fred rufen, das wäre cool. Ja, der Runenstein ruft einen Schattenkrieger als Kampfgefährte herbei. Auch wieder Runenmagie. Verbrauchsgegenstand 500 Gold, beeinflusst Lebensdauer. Na gut, okay, haben wir denn was zu verkaufen? Wir brauchen so und so ein bisschen Geld. Ja, Wurfdolche, die sind aber nur drei wert. Das Fechtschwert kann eigentlich mal weg hier. Ja, weg damit. Entermesser. Ja, das Entermesser werden wir behalten. Daraus können wir ein Piratenmesser basteln. Wir hätten sogar... Guck mal, 111 Muscheln haben wir. Daraus könnten wir sogar ein stärkeres Schwert basteln, ne? Schmiedfähigkeit wird benötigt. Ja, danke. Gut, wollen wir hoffen, dass die hier auch einen Schmied haben. Kann ich mir eigentlich ehrlich gesagt gar nicht anders vorstellen. Irgendjemand muss doch ihre Klingen schärfen. Haben wir denn sonst nichts mehr irgendwie dabei? Silber müssen wir aufpassen. Doch hier, guck mal, alte Schwerter können weg. Denn mit Silber, das müssen wir nach Kila bringen, ne? Auch wenn er nur 10 Stück nimmt. Aber, komm hier, Affenstatue, hier, das kannst du alles haben. Goldene Pokale. Bitteschön, bitteschön. Ich hoffe, da ist jetzt nicht verkehrt, aber wir brauchen halt nur mal die Kohle. Hoffentlich können wir die Sachen auch zurückkaufen. Wehe, wenn nicht. Ein alter morscher Knochen. Ja, ich meine, wir haben das schon gelernt. Voodoo-Rituale. Ja, hier, weg damit. Die Zunge. Für magische Gegenstände. Nö, ich glaube, wir finden da noch genug. Das ist, glaube ich, kein Drama, wenn wir hier mal ein paar Sachen verkaufen. Da war nämlich fleißig gesammelt. So, die Augen auf Voodoo-Ritual. Okay. Eine Leuchtkugel. Ja. Da werden wir bestimmt noch einige töten. So, das Horn heben wir auf, denn mit den Tränken... Braucht man ein Horn für permanente Tränke? Ich weiß es nicht. Deswegen bin ich da was vorsichtiger. Ansonsten Jaguarherz. Jo. Ich denke mal, wir werden noch ein paar treffen, ein paar Jaguar. Nicht, dass uns irgendwann mal irgendwas fehlt. Fell eines Silberrückens. Ja, guck mal hier, 40 Gold. Natürlich haben wir eine Menge Bücher. Die müssen wir auch so und so auch jetzt mal im Laufe der Zeit mal endlich lesen für die ganze Geschichte. Aber, guck mal hier, Schaufeln. Wer braucht schon 6 Schaufeln? Die nutzen sich, meine ich, nicht ab. Genauso wenig wie die Spitzhacke. Ich hoffe, wir müssen auch nie eine abgeben. Aber lassen wir uns überraschen. Dietrich auch noch verkaufen. Ja, hier Gabel. Ich meine, wir essen mit den Händen. Der Krug, der kann auch weg. Kleinvieh macht ja bekanntlich auch Mist. So, das Messer brauchen wir nicht, ne? Nö, ein kleines Brotmesser. Den Meißel, wir haben einen Meißel. Okay, warte mal, ein solider Meißel kaum benutzt. Und zum Jadeschnitzen. Ach so. Ach so, okay, dann werden wir mal beide behalten, ne? Ja, Seemannspfeife, Besen werden wir auch einfach mal einen aufheben. Eine Goldpfanne zum Goldwaschen. Ja, werden wir auch mal eine aufheben. Vielleicht brauchen wir sie ja ansonsten hier, unsere schönen Zauber. Die werden wir mal schön beibehalten. Und dann haben wir 2100 Gold. Wunderbar. So, das war's dann erstmal. Hab vielen Dank. Haben wir ihn doch noch besiegt. Meine Güte, Teleportation. Unfair, so ein Zeug. So, du warst der gute Drake, ne? So, gucken wir uns direkt mal ein bisschen um. Oh, guck mal hier, lecker Wein, Wasser. Dürfen wir doch alles mitgehen lassen, ne? Meckert keiner. Ist ja nicht im irgendeinem Prim... Oh, hier, magischer Kristall, schon wieder. Die benutzen auch Magie. Ich meine, da meckern sie ja nicht, solange wir uns aus deren Schlafkabinen fernhalten. Oh, Fisch, Silberteller, jawohl, ein Silberteller finde ich ja mal richtig gut. Voodoo-Puppe. Was haben wir da bekommen? Papageienflug, yeah. So, hier haben wir noch Stehtisch. Hier machen wir, glaube ich, das Armdrücken, ne?
So, mal eben kurz links und rechts nachgeguckt. Was haben wir hier noch Schönes? Oh, ein Krug, da liegt noch ein Besen. Gib her. Ach du, warte, Messer? Echt? Wo ist denn da Messer? Messer? Doch, da liegt eins. Tatsache. Hätte ich doch fast übersehen. Zielwasser. Oha, war das ein legendärer Gegenstand? Hier, nur ein Runenstein. Heldenmut erhalten. Oh, warte mal, geh mal eben kurz, ich will nachgucken. Und zwar Sammlung. Zielwasser, wer sagt's denn? Kritische Treffer plus 10. Nur ein kleiner Schluck vor jedem Kampf. Das Zielwasser, cool. Wieder ein legendärer Gegenstand, haben wir ja nochmal Glück gehabt. Nee, Säge konnten wir ja nicht einsammeln. Schade, schade. So, aber ich würde sagen, Freunde, wir bleiben hier stehen. Wir haben noch wahnsinnig viel zum Unterhalten. Nanu, den kennen wir doch, oder? Den müssten wir, glaube ich, kennen aus dem zweiten Teil. Geradeaus sollte Eldrick sein. Aber das alles beim nächsten Mal. Bis dahin.